Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier am Kanal, nämlich zu Kingdoms Reborn. Der Flo ist heute auch am Start. Hi, lieber Flo. Servus. Du hast das Spiel schon ein bisschen gespielt und dementsprechend wirst du uns da so durchführen. Was erwartet uns heute? Kannst du das vielleicht kurz zusammenfassen? Ich würde sagen, ein Strategie-Management-Siedlungsaufbauspiel. Geht sehr viel um Strategie, geht sehr viel um die richtigen Waren zu produzieren, also sehr um Management, ähnlich wie das bei einer Firma so abläuft. Musst du das bei deiner Siedlung auch so machen. Ja. Ein bisschen gibt es einen Tech-Tree, wo du erforschen kannst. Der hält sich aber sehr linear, sage ich mal. Also da gibt es jetzt nicht wahnsinnig viel zum unterschiedlich auswählen. Im Grunde musst du, glaube ich, alles dann irgendwann mal erforschen. Und danach richtet sich auch, wie du dich entwickelst durch die Epochen. Das ist nämlich es hat auch ein bisschen Krieg dabei, muss ich dazu sagen, also vom Strategie her, aber das ist jetzt nicht sehr in die Tiefe gegangen. Also das ist wirklich, du bildest Einheiten aus, lässt sie automatisch kämpfen und kriegst nachher die Benachrichtigung, ob du gewonnen oder verloren hast. Also. Das finde ich aber gar nicht so schlecht, weil gerade in so Aufbautiteln, wenn da irgendwie dann noch so Kriegselemente mit dabei sind, sind die meistens nicht so gut gemacht. Also ganz cool. Ja, okay. Sie haben sich sehr darauf fokussiert, eben auf dieses Management-Kerngebiet, dass sie einfach die einzelnen Siedlungen aufbauen. Ich glaube, du kannst auch mehrere Siedlungen machen. Ich bin selber noch nicht so weit gekommen, dass ich jetzt mehrere Standorte aufbaue. Du kannst auch andere Siedlungen, es gibt so Computersiedlungen auch, die du überfallen kannst. Ich weiß nicht, ob du die einnehmen kannst und sie dann dir gehören, ob du dann was bauen dort kannst, das weiß ich noch nicht genau. Okay, die ganzen Sachen, das können wir uns dann noch genauer anschauen. Genau. Auf jeden Fall gibt es mehrere Völker zum Auswählen. Also ich hab hier die Angela Merkel genommen. Es gibt hier relativ coole Avatare, die man erstellen kann. Ich zeig's kurz mal her. Da sieht man eben, was es dann hier so für Möglichkeiten gibt. Du hast den Doggo genommen und jetzt gibt es mehrere Völker, was eigentlich auch eine ganz coole Geschichte ist. Herzogtum, da hat man 5% Forschungsgeschwindigkeit und eine einzigartige Ressource, nämlich Kartoffeln. Dann gibt es die Emirate, minus 20% Handelsgebühr, minus 50% Holzausbeute und einzigartige Ressourcen, Teppich, Gewürze, Agave und Tequilas. Das klingt schon mal nach Angela Merkel, oder? Tequilas. Mhm. Sehr das schön. Klingt sehr nach Angelo. Wikinger, die sind sehr kälteresistent, dann anscheinend besser, was die Holzproduktion angeht und die einzigartigen Ressourcen Honey, Meat und Cheese. Da ist es jetzt noch nicht ganz übersetzt, aber das Spiel ist noch im Early Access. Und dann gibt es die Shogunate, das wäre dann Japan quasi unter anderem. Boah, die haben extrem viele einzigartige Ressourcen. Ja, man muss vielleicht dazu sagen, im Early Access ist es noch nicht ganz ausbalanciert, das Ganze. Man merkt halt, dass zum Beispiel die Dushis, die Duchis, die ersten waren, die sie quasi im Spiel gehabt haben, weil man merkt, je weiter man voranschreitet. Also gut, es kamen dann die Norsemen dazu, dann die Emirates, glaube ich, und dann die Shogunate, da sieht man schon, okay. Da ist ein bisschen Ungleichgewicht an den Ressourcen. Kurze Frage, du hast es auf Englisch? Weil ich habe es auf Deutsch umgestellt. Ich habe es auf Englisch, ja. Okay, ja, passt. Die meisten Dinge so auf Englisch. Was hast du jetzt in deinem Singleplayer-Spiel genommen? Ich bin in meinem Singleplayer natürlich die Duchess genommen, weil erste Fraktion, da kann man nicht viel falsch machen. Ist, glaube ich, auch vorgeschlagen worden, dass man sie nehmen sollte. Ja, ich glaube auch nicht, dass es bei den anderen jetzt von Schwierigkeit nimmst wahnsinnig viel schwieriger wird. Nimmst du jetzt was anderes? Nein, ich bleib bei denen. Ich fand die nicht ganz nett. Ja, weil ich werde die Wikinger nehmen, weil ich einfach großer Wikinger-Fan bin. Ich werde dann einfach schauen, dass ich mich vielleicht auf der Map... geh mal auf bereit, dann können wir nämlich unsere Map auswählen. Ja. Wir können nämlich Startpunkte auf der Map wählen, was ich so gesehen habe. Bist du schon auf bereit? Ich bin schon mit der World. Achso, ich muss... Du musst nur auf bereit klicken nochmal. Ah. Oh. Daran scheitern wir schon. Schön. Nein, ich musste da unten auf Generate World klicken. Oh, Start. So. Okay. Also man wird viele Elemente aus Anno, viele Elemente aus Banished wiedererkennen. Das Schöne ist aber auch, dass es Karten gibt, die man ziehen kann. Und je nachdem, welche Karte man bekommt, kann man Gebäude bauen. Also das ist auch eine recht coole Geschichte, wie man sie vielleicht aus... Das macht das Ganze so ein bisschen random, wie man es halt vielleicht aus anderen Titeln, aus anderen Genren auch kennt. Für einen Early Access Titel ist es schon recht weit. Jedenfalls, gell?
Ich lese mal kurz vor, was bei mir steht. Die große Eiszeit hinterließ nur Ruinen der einstigen Zivilisationen. Nur wenige waren stark genug, um der Kälte und den Krankheiten zu trotzen, welche die Erde heimgesucht hatten. Jahrzehnte sind vergangen, seit der Frost uns und unser Land genommen hat. Unser Mut und unsere Hoffnung sind mit dem Schmelzen des Eises zurückgekehrt. Es liegt an unseren wenigen Überlebenden, wieder eine blühende Zivilisation aufzubauen. Da sind schon so Punkte drin, die an Survival-Elemente aus anderen Spielen erinnern, also Kälte, Krankheiten. Ja, bin mal sehr gespannt. Wir sehen jetzt hier mal die Startposition. Jetzt ist generell die Frage, wenn ich die Wikinger genommen habe, werde ich eher im Norden bleiben. Aber man sieht schon, die Map ist eigentlich recht groß. Ja, und das ist erst Mittel. Und du kannst bei den verschiedenen Locations, siehst du auch die Starting Location, die Schwierigkeit. Ah ja, das heißt, ich klicke jetzt einfach mal was an. Ah ja, okay. Extremer Schwierigkeitsgrad. Gefällt mir. Okay, das heißt, die... Und das ist nur normale Größe, musst du dir vorstellen, wie das unterteilt ist. Ich meine, im Laufe der Zeit gewinnst du natürlich Tutorien dazu, kannst dir dazu kaufen und wirst dann immer größer. Aber ich finde, die Kartengrößen sind schon sehr stark. Ah ja, ziemlich cool. Ich überlege gerade ernsthaft, ob ich sehr, sehr weit in den Norden gehe, aber dann wird es halt wirklich schwierig. Da wird es extrem schwierig, ja. Also für den Einstieg vielleicht ja auch mit den Wikingern wahrscheinlich nicht die optimale Wahl, aber man muss ja nicht mit den Wikingern im Norden oder zumindest... Richtig, du kannst die Startwahl aussuchen, wo du möchtest. Nehmen wir es... Die Wikinger haben ja nur den Vorteil, dass sie einfach weniger Kälteschaden nehmen, beziehungsweise kälteresistenter sind. Ja, ich werde vielleicht so in den nördlichen grünen Bereich irgendwo sein. Wie möchtest du es dir aufteilen? Gehen wir da einfach mal irgendwo... So, dass wir in der Nähe sind, aber halt nicht ganz. Hätte ich auch gesagt. Das Ding ist halt, bei mir ist halt, ich weiß nicht, was bei dir steht, wenn du auch in den nördlichen Grünen bist. Da steht ja trotzdem Hard Difficulty. Ja, schwer steht bei mir auch, ja. Okay. Weil wahrscheinlich dort die Winter auch kälter werden. Achso, ja, unten ist normal. Und ich muss dazu sagen, Kälte ist am Anfang, deswegen glaube ich Startschwierigkeit schwer. Kälte ist am Anfang ein Riesenfaktor. Weil okay. Deine Häuser nicht gut isoliert sind, du auch wenig dafür tun kannst, außer Holz für die Leute vorzubereiten, damit sie heizen können. Mhm. Und du merkst, wie schnell du da an deine Kapazitätsgrenzen kommst mit den einzelnen Ressourcen. Das heißt, wir orientieren uns jetzt echt ein bisschen südlicher. Ich würde eher südlicher, damit du da mal ein Gefühl dafür kriegst. Ah ja, stimmt, danke. Wo hast du jetzt geplant? Ich finde nämlich... Ich weiß nicht, wie man das am besten zeigen. Gibt's hier... Ich glaube, es gibt keine Zeigenfunktion, oder? Nee. Warte, vielleicht gibt es schon einer. Nee, okay. Ich hab kurz was. Relativ weit westlich, also da ist ja sehr viel Wüste. Mhm. Und dann rechts daneben, dort in dem Bereich vielleicht irgendwo, wo nicht so viel Wüste ist. Was hast du da für ein Farmsymbol? Also, da wäre zum Beispiel die Tulpe. Das wäre ein normaler Schwierigkeitsgrad. Auf der Höhe wäre es relativ viel normal. Ich würde auch fast empfehlen, an die Küste zu gehen, weil du dort für Fischerei auch Nahrung kriegst. Geht also da ein Küste. See auch? Ein See geht wahrscheinlich auch, ja. Aber sonst gehen wir an die Küste, ist auch okay, hast recht. Ja. Ich hätte fast den Küstenabschnitt, wo wir ein bisschen mehr Fläche haben. Da, wo die Tulpe ist, relativ im Süden, mittig der Karte, ist so eine Tulpe mit, da drunter sind auch so zwei Mini-Inseln. Ja, die sehe ich, ja. Ja, und da gibt es ein Tulpensymbol. Das wir uns irgendwo da in der Nähe ansiedeln? Ja, können wir machen. Spannenderweise ist rechts eine Dschungelprovinz mit einer hohen Krankheitshäufigkeit. Ah ja. Ja, dann gehe ich. Siehst du das Gebirge? Links daneben quasi? Ja, bei dem Eisen. Ja. Ja, dass ich dort bei dem Eisen und bei der Kohle, dass ich sonst dorthin gehe. Dann haben wir das Gebirge zwischen uns. Okay, dann nimmst du die Kohleseite oder die Eisenseite? Boah, was ist besser? Ist das Kohle? Ist vielleicht am wegen Heizen besser? Am Anfang ist Kohle besser, später ist Eisen besser. Und daneben ist auch eine Waldprovinz. Ideale... Okay, gut. Nein. Ah, ja, also ich würde fast sagen, weil du dann links auch Kohle hast und mehr Ressourcen in deiner Umgebung, nimm du das Iron, also das Eisendepot, und ich nehme das Kohledepot. Nimmst du das Kohle rechts? Genau, rechts vom großen Berg. Ja, passt, perfekt. Machen wir so. Okay. So, ausgewählt. So, dann haben wir bestätigte... Ich bin zu nah an dem anderen. Ich kann da gar nicht.
Ah, okay. Gut, ich kann es jetzt leider nicht mehr rückgängig machen. Nein, nein, ich sehe schon. Ich schaue mir dann einfach was anderes an, was in der Nähe ist. Ah, und dann kann ich, je nachdem, wie viel Startgeld ich habe, kann ich jetzt Anfangsressourcen nehmen. Dann gehe ich daher. So. Das ist ja cool. Das heißt, ich kann jetzt theoretisch meine Lager ein bisschen auffüllen. Aber hast halt weniger Geld zur Verfügung. Geld ist auch ganz interessant. Also Geld ist eine der wichtigsten Dinge, glaube ich, im ganzen Spiel. Die kriegst du mit Handel und mit Steuern, was ich so gesehen habe, gell? Richtig. So, passt. Dann starten wir jetzt mal rein. Platziere das Rathaus. Ah, okay. Das ist richtig. Okay, der Start Rathaus ist eigentlich... Rathaus solltest du mittig machen. Der Start ist eigentlich gar nicht so optimal gewählt, weil ich habe nämlich westlich auch richtig viel Stein in der Nähe. Also nächsten Felsen. Also bei mir ist es wahnsinnig klein da alles miteinander, aber okay. So, wir sind jetzt drinnen. Ich gehe mal kurz auf Pause. Ist es dann bei dir auch automatisch auf Pause, oder? Genau. Passt. Wir können jetzt eine Startkarte auswählen. Das heißt jetzt eben quasi, je nachdem welche Karte wir nehmen, das sind jetzt dann Vorteile, die wir jetzt in dem Fall haben. Ein Vorteil wäre der Handelsposten, dann haben wir Investitionen, das heißt pro Einheit 20 Goldstücke bekommt man ein Gold dazu. Oder okay. Bergbaubonus plus 20%. Was würdest du sagen, ist am Anfang wichtiger? Das Ding ist dieses Investment, also das mit dem Geld, das gibst du, da steht auch unten, maximal plus 100 kriegst du. Und du musst das in dein Rathaus reinschieben quasi. Das ist dein Rathaus-Slot hast du. Ah, okay. Dort kannst du die Karte platzieren. Je nachdem, wie weit du dein Rathaus dann ausbaust, hast du mehrere Slots frei. Am Anfang hast du nur einen. Mhm. Das heißt, ja, vielleicht gehe ich sonst in Richtung Bergbau am Anfang, wegen der Kohle auch. Kannst du machen. Oder du hast halt bei dir im Moment Eisen. Der Punkt ist, du kannst dich auf was spezialisieren, das teurer verkaufen, hast du viel Geld, dann kommst du relativ gut voran. Das ist quasi dir überlassen, mit was du Geld machst. Und der Handelsposten ist natürlich jetzt schon praktisch am Anfang, weil du dann natürlich jetzt auch schon Sachen einkaufen kannst, die du brauchst. Ist natürlich sehr, sehr praktisch, ja. Ja, dann nehme ich den Handelsposten für den Anfang mal. So. Nehme ich den auch. Dann können wir theoretisch schon handeln, ja. Eisenmine freigeschalten. Nein, da können wir nicht handeln. Das ist, glaube ich, ein... Also, ich habe es noch nicht im Mehrspieler gespielt. Ja? Im Einzelspieler ist es so, dass du einfach mit dem... Ach so. Server handelst, also okay. Mit niemandem direkt. Ja, passt. Jetzt haben wir die Eisenmine freigeschalten, die könnte ich für 160 kaufen, das kann ich jetzt aber auch ablehnen. 160 ist jetzt nicht viel, weil ich noch genug habe, deswegen würde ich die jetzt mal nehmen. So, um nur kurz zu erklären, wenn du damit fertig bist. Ja, kannst schon. Ich habe die Einleitung mal abgelehnt, weil du bist meine Einleitung. Du siehst am Anfang dein Rathaus mit den... Ich weiß nicht, was bei dir steht, Laborer, also wahrscheinlich... Arbeiter. Arbeiter, ja. Und Bilder, welche die halt dann... Genau, Bauarbeiter. Die Sachen bilden. Genau. Ja. Und Employed, also angestellt 0 von 0. Du brauchst immer ein paar Laborer, beziehungsweise genau. Bilder, damit du erstens die Sachen baust und Laborer verschieben die Waren von A nach B. Ah ja, okay, das kenne ich aus anderen Titeln in dem Bereich, ja? Genau. Wahrscheinlich ist es bei Banished gleich. Wenn ich ja, genau. Mhm. Ja. Das heißt, du musst immer schauen, dass genug Leute überhaupt bei dir wenn ich jetzt ein Holzfällerlager habe, dann sind zum Beispiel zwei Jobs weg und dadurch zwei Arbeiter weniger. Hm? Okay. Ja, genau. Ja, passt. Jetzt sehen wir vielleicht, schauen wir vielleicht kurz das Menü durch. Also links oben sehen wir mal den Frühling im Jahr Nummer 1. Wir sehen, dass es aktuell minus 5 Grad hat. Wir sehen, dass wir 3000 Goldstücke haben und plus 7,9. Das ist mein Provinzeinkommen im Moment. Darunter sehen wir 10 Erwachsene, 5 Kinder und aktuell alle 15 obdachlos. Also wir haben keinen Wohnraum. Und wir sehen Lagerplätze, das sind die hier. Da wären 12 verschiedene Lagerplätze frei. Wir haben aktuell 5 belegt. Zufriedenheit sehen wir und die Ressourcen. Gut, das heißt, du hast jetzt vor allem natürlich gemeint, dass das mit dem Brennholz am Anfang schwierig ist. Und ich nehme mal an, die Nahrung muss natürlich auch sichergestellt werden. Genau. Wir haben jetzt rechts unten die Möglichkeit, dass es gezogene Karten gibt, die man kaufen kann. Da hätten wir zum Beispiel schon mal, ich könnte jetzt die um 240... Genau, daneben siehst du übrigens einen Timer. Wenn der vorbei ist, dann kriegst du quasi eine neue Chance, die Karten zu tauschen. Ah, das ist das mit dem Kreis da rechts unten. Genau. Okay. Mhm. 240 Fischerhütte würde ich jetzt schon mal ganz gut finden, weil wir am Meer das genommen haben. Genau, also ich sag gleich, die Forschung ist relativ wichtig.
Nahrung ist wichtig. Die Forschung brauchst du, um zum Beispiel Felder bauen zu können, damit du Medizin anbaust. Und Nahrung und Medizin sind neben Kohle am Anfang das Allerwichtigste. Kohle brauchst du, damit deine Leute nicht erfrieren. Ja? Nahrung brauchst du, damit sie nicht verhungern. Und Medizin brauchst du, weil vor allem in den Wintermonaten die Leute krank werden und sich heilen müssen. Ja, bevor es dann Lockdown und was weiß ich was gibt. Bevor du einfach keine Einwohner mehr hast, weil alle gestorben sind. Ja, klar. Das heißt aber im Moment nehme ich jetzt vielleicht die Fischerhütte, oder? Als erstes. Die ist recht teuer, aber. Die Fischerhütte ist zwar recht teuer, aber sie bringt halt immer Nahrung. Ja, ich denke. Also sie bringt halt, glaube ich, auch in den Wintermonaten gleich viel Nahrung wie in den wärmeren Monaten. Bei dem Hunter gibt es, glaube ich, auch noch. Und beim Jäger ist es so, dass du zum Beispiel in den Wintermonaten weniger Fleisch produzierst, weil es einfach weniger Tiere. Ja, klar. Umherlaufen. Ich muss gerade schauen, wo. Und ich glaube, danach richtet sich so ein bisschen der Preis für die einzelnen Karten, wie wertvoll das Gebäude auch ist. Auch logisch, ja, stimmt. Das muss ich gerade schauen, wo und wie ich das am besten hinstelle. Gar nicht so easy. Wegen der Effizienz. Dass ich mir benau- genau, was du immer bauen kannst, ist übrigens, das siehst du ganz links unten beim Haus, sind Straßen, sind Häuser, sind Lagerplätze und Zerstör natürlich. Und Brücken. Lagerplätze auch ganz wichtig, weil wenn das Lagerplatz voll ist, dann staut es sich bei den Produktionshäusern voll auf und wenn dann voll ist, dann wird nichts mehr produziert. Okay, gut, den einen Bau habe ich mal beauftragt. Dann, wenn man so in der Karte herumschaut, sieht man, da liegt Stein rum, dann sieht man auch so Obstbäume, Orangenbäume sind das. Genau. Das heißt, das wäre so Obstsammler, den du dann für die Nahrung... Der Obstsammler genau sammelt Bäume, was auch ganz lustig ist, wenn du einen Holzfäller baust, dann kannst du ihm zum Beispiel einstellen, welches Holz er fällen darf. Also nicht nur alles oder nur welche, die kein Obst haben oder nur Obstbäume, kannst du auch beantragen. Und du musst ihm angeben, was er nachpflanzen soll. Also ob er zum Beispiel vermehrt Obstbäume nachpflanzen oder vermehrt das normales Holz. Das ist ja coole Dynamik. Das heißt im Endeffekt, dass du sogar jetzt einfach einen normalen Wald abholzen könntest und dafür einen reinen Obstwald nachpflanzen könntest. Okay, cool. Ja. Deswegen kannst du diesen Obst, also der Obstsammler sammelt ja auch von Sträuchern, aber zum Beispiel könntest du einen Obstsammler in der Nähe von Holzfällerlagern quasi hinbauen, damit das eine. Ich lasse jetzt einfach mal kurz ein bisschen laufen. Passt das? Okay, jetzt warte mal kurz, jetzt kommt wieder ein Biom-Bonus. Verbesserte Landwirtschaft, das heißt plus 10% landwirtschaftliche Produktivität oder effektive Holzkohleherstellung plus 30% Produktivität für Köhlereien. Das finde ich jetzt, da finde ich fast das mit der Holzkohle interessanter, weil ich ja jetzt eher in Richtung Fisch gehe und nicht in Richtung Landwirtschaft, oder? Naja, der Punkt ist zum Beispiel, ich will sicher nicht Charcoal Making, weil ich habe in meinem Gebiet schon am Anfang ausgewählt, dass ich eine Mine kriege, weil ich Kohle von den Minen bekomme. Das heißt, mir bringt das Charcoal gar nichts, weil ich nicht kein Charcoal. Schauen wir mal zu dir rüber. Ich werde keine Holzkohle bauen. Okay, ja. Deswegen werde ich das Farming nehmen, weil passt. Das einfach sinnvoller bei mir ist. Ja, bei mir in dem Fall wird wahrscheinlich trotzdem die Kohle sinnvoller sein, weil daneben habe ich dann ja das Holzkohlegebiet. Das ist keine Holzkohle, das ist normale Kohle. Also das ist quasi ein Berg drin. Ah, okay. Achso, und das andere ist das, was du aus Holz verarbeitest. Genau, da brauchst du die Ressource Holz. Und dann nehme ich doch die Landwirtschaft mal. Gut, dann lasse ich jetzt einfach mal bauen. Wie schaut es mit Häusern aus? Baust du die gleich mal? Ja, ich baue gleich so viele Häuser, damit alle meine Leute Platz haben. Das ist gleich mal... Ah, da sehe ich schon mal, dass... Okay, ich müsste da mal ein bisschen Platz machen, weil da im Endeffekt... Du kannst über Steine und über Holz das einfach drüber bauen. Also wird es dann einfach automatisch abgebaut. Okay. Ich stelle jetzt einfach mal ein, dass sie alles an Holz abräumen sollen, was jetzt keine... Obstbäume sind, damit ich ein bisschen Bauplatz da zur Verfügung habe. Und dann werden wir schauen, dass wir stellen. Da sehen wir auch die Attraktivität der Häuser. Das heißt, an der Küste anscheinend attraktiver und in der Nähe des Marktplatzes oder was würde ich mal vermuten. Natürlich, da wo sie Ressourcen haben. Und es regnet schon, großartig. Erfrieren schon die ersten. So, dann warten wir mal kurz ab. Also wir sehen hier die Symbole, das heißt, das sind die ganzen, die noch obdachlos sind. Hier sehen wir gerade, dass gebaut wird.
Das arbeiten 3 Arbeiter dran. Pro Haus sind können 4 Leute untergebracht werden. Also wenn jetzt am Anfang, weiß nicht, wie viele du hast, ich habe glaube ich 10, genau. Ja, 10 Erwachsene, 10, 5 Kinder. 10, ja, die Kinder zählen nicht mit, nur die 10 Erwachsenen, dann brauchst du 3 Häuser zumindest, damit die überall Platz haben. Okay. Ich bilde mir an, die Kinder zählen nicht mit. Ja. So, jetzt, ich habe jetzt die Fischerhütte. Da arbeiten automatisch 2 Personen. Kann ich einstellen, dass da nur eine Person arbeitet? Das kannst du einstellen, indem du einen Pfeil runter oder rauf drückst, je nachdem. Wo? Ah, da, okay. Ah, das sieht man sofort am ersten Klick, dass da 2 Leute arbeiten. Okay, das ist ja auch genial. Sehr schön. Weil das ist dann halt gerade später ziemliches Micromanagement, gell? Es gibt später als Belohnung fürs Voranschreiten, kriegst du ein, ich glaube, das heißt Jobcenter oder so. Mhm. Da kannst du dann einstellen, welche Priorität welcher Job hat. Okay, ja. Je nachdem, wenn du zu wenig Leute hast, kannst du dann eben einstellen, dass die wichtigsten Sachen abgedeckt wird und die unwichtigen Sachen eben nicht besetzt. Dann musst du es nicht einzeln anklicken. Ja, gut. Ah, okay. In 24 Sekunden kann ich eine neue Karte ziehen, oder? Genau, und du müsstest die Meldung schon für, dass du forschen kannst, bekommen haben. Nee, habe ich noch nicht bekommen. Okay. Brauche ich dafür das erste Haus? Das kann sein, ja. Weil das ist gleich fertig. So, wenn die nächsten Karten kommen, vielleicht kriegen wir da irgendwas mit Obstbäumen. Das wäre irgendwie ganz cool. So, die nächsten Karten sind da. Sorry, dass ich hin und wieder da ein bisschen Pause mache, aber gerade am Anfang ist es ein bisschen schwierig sonst. Gut, wir haben nochmal die Fischerhütte, obwohl wir sie schon gezogen haben. Steinwerkzeugfabrik, das heißt Steinwerkzeuge, Eisenerz, Förster hätten wir da. Oder die Jagdhütte. Was würdest du sagen, ist jetzt das Holz wichtiger oder die Nahrung, wenn ich schon Fische habe? Wenn du schon Fische hast, dann würde ich jetzt den Förster nehmen. Er kostet 360, aber ja. Ja, gut. Aber der ist auch einer der wichtigsten Gebäude im Spiel, vor allem am Anfang. Ja, aber dann ich bin schon 2 Zeitalter weiter vorangeschritten in meinem Einzelspieler-Game und da habe ich bis dato noch immer Holz gebraucht und zwar ziemlich viel. Ja, apropos, kannst du da vielleicht mal beschreiben, was uns da erwartet in Zukunft, was diese Zeitalter angeht? Weil ich habe mich damit jetzt noch nicht es erwartet nicht viel, wenn du das erste Zeitalter, wo wir jetzt sind, überstanden hast, dann verstehst du schon, wie es weitergeht. Also dann sind es halt andere Ressourcen, die die Leute brauchen, die du herstellen musst oder ertraden musst. Musst du trotzdem noch die Ressourcen von den Anfangsmenschen haben? Ja, okay. Brauchst du meistens. Also du brauchst sie auch für Produktionen. Für das nächste Zeitalter brauchst du die Ressourcen. Ja. Okay. Jetzt sind wir im Technologiebaum. Deswegen habe ich gerade kurz wieder angehalten. Das ist das, was du gemeint hast, dass es relativ linear ist. Du hast oben einen Weg und unten einen Weg. Genau. Unten wäre die einfache Medizin. Das klingt für mich jetzt als Laie schon mal wichtiger. Genau, die einfache Medizin ist das Erste, was ich auch baue, weil ich in meinem Solo-Spielstand war es der Grund, warum ich verloren habe, dass ich keine Medizin mehr hatte. Alter Schwede, 53 Minuten. Okay. Zeit. Je mehr Häuser du hast und je mehr Leute du hast, und ich glaube, je aufgerüsteter die einzelnen Häuser sind, desto mehr Forschungspunkte kriegst du und dann geht es schneller voran. Okay, das ist auch cool. Boah, ich hätte diesen Marktplatz. Kinder zählen übrigens noch mit, sehe ich gerade, also du musst für 15 Leute am Anfang Unterkunft bauen. Ich hätte am Anfang den Marktplatz ein bisschen besser platzieren sollen, weil jetzt dann habe ich rechts daneben kaum Platz, um noch was dazu zu bauen. Richtig, du solltest eins aufteilen und zwar Produktionsschiene, wo du Industriesachen baust, Sachen, wo du Natur brauchst, wie zum Beispiel Holzfällerlager, Jäger, Bärensammler etc. Mhm. Und eine Region, wo du die quasi Häuser hinbaust. Weil die Häuser sind weniger attraktiv, wenn sie zum Beispiel neben einem Holzkohlewerk stehen. Großartig. Bei mir sind sie jetzt neben dem Förster. Und den Förster sollst du deswegen weiter wegstellen, weil du natürlich mit dem Baugrund ihm das Holz wegnimmst. Ja, klar. Das heißt, im Endeffekt wäre es jetzt schon langsam interessant, das zeige ich vielleicht auch kurz her. Man kann sich hier ein größeres Gebiet kaufen. Das heißt, ich kann dann hier reinklicken und kann dann auf Provinz beanspruchen gehen, was jetzt mit 767 finde ich gar nicht so teuer ist. Also ich muss mir das jetzt schon überlegen, weil ich habe so wenig Baugrund hier. Ich würde es auf jeden Fall als erstes Mal aufteilen in eben Förster, Jäger, Bärensammler und auf die andere Seite die Häuser einbauen. Ja, das entgegengesetzt sich ausbreitet. Das habe ich jetzt schon vergeigt, aber ich habe gesehen, dass man eben, wenn ich jetzt zum Beispiel den Förster abreiße, dass ich die Karte und die Ressourcen wieder kriege. Genau, ja. Das heißt, das ist jetzt kein Risiko, wenn ich das mache, gell? Nein. Gut, dann mache ich das mal.
Was habe ich da unten eigentlich gebaut? Achso, das ist eh nur ein Haus. So. Ich hoffe, das ist für dich jetzt nicht zu öd. Nein, nein. Wenn ich da immer wieder anhalten muss. Sie schreien auch, dass zum Beispiel Häuser zu weit weg sind, wenn du jetzt einen Förster ganz ans andere Ende stellst. Ah ja, dann weil der dann quasi... Dort auch ein... Weil die Arbeiter zu weit gehen müssen. Okay, ja. Dann musst du quasi dort daneben auch Häuser hinbauen. Ich habe jetzt die nächsten Karten zu ziehen. Schweinefarm, Pilzfarm etc. Obstsammler. Schweinefarm und Pilzfarm heißt, die brauchen keine Ressourcen mehr extra. Die werden an... Also genau, in diesem... Okay. Mhm. In diesem Bereich. Dann nehme ich das gleich mal... Genau. Ich nehme mal gleich die Schweinefarm. Und Schweinefarm ist gut, ja. Ich würde aber auch raten, eine Mushroom-Farm zu holen, weil... Oh. Zu spät, ja? Ist nicht schlimm. Weil die produziert auch durchgängig, glaube ich, die Hitze und Nahrung. Schweine nicht? Doch, aber nur, wenn sie voll ist. Das kannst du auch einstellen, ob du sofort alle schlachten willst oder nur, wenn es voll ist und sich die Tiere bis zu 15, glaube ich, vermehrt haben. Dann werden so, glaube ich, ein, zwei geschlachtet und dann musst du wieder warten. Okay. Bis voll ist. Ja. Oh, die Provinz da drüben dürfte ganz interessant sein. Seltsame Statuenruine, plus 200 Provinz-Basiseinkommen. Plus 30% Hotelservice-Qualität. Es gibt Hotels nachher? Da, so weit bin ich auch noch nicht gekommen, das weiß ich auch noch. Krass. Ja, ich beanspruche jetzt diese Provinz daneben und werde das mit der Kohlemine machen, weil ich habe leider, wie gesagt, ich habe echt eine blöde Startprovinz genommen. Genau, ich würde dir auch raten, wenn ihr zum Beispiel... Dein Holz sehr weit, wenn du kurz auf Pause drückst, dann schaue ich zu dir rüber. Ja. Genau. Ich habe jetzt die links neben mir. Achso, das siehst du, Ege. Genau, wo hast du das Holz hingetan? Ich habe es jetzt wieder abgerissen. Ich würde es dann da drüben irgendwo hin tun eben. Genau, dass du dort ein Haus daneben hinbaust und dass du eine Ablagefläche, also Storage, passt. Ein Lager daneben hinbaust, weil sie sonst viel zu lange brauchen, das von A nach B rüber zu schleppen. Passt. Baust du immer und überall Wege? Ja, ich baue die immer. Passt. Dann machen wir das. Ich baue irgendwie gern eher lieber so. Dann machen wir das jetzt einfach so, danke. Ich muss echt sagen, also ich bin von dem ersten Eindruck schon ziemlich geflasht von dem Spiel. Ja, es macht auf jeden Fall sehr Spaß. Also wenn man gerade so Management-Typ ist und Survival-Siedlungsaufbau spielt, dann ist das schon ein geiles Spiel. Ja, und ich finde es echt krass, wie weit das einfach für Early Access ist. Also ich habe ja, glaube ich, Land of the Vikings hieß es, kurz am Kanal gespielt und das ist von der Atmosphäre her einfach extrem geil, kriegt diese Wikinger-Atmosphäre halt super hin, aber da fehlt so viel noch irgendwie. Aber das ist auch schon recht lange im Early Access, glaube ich, seit 2020, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Dieses Spiel oder was meinst du? Dieses. Also Kingdoms Reborn. Ja, das ist... So, ich habe jetzt drüben eben genauso wie du gesagt hast, ich habe da jetzt Lagerplätze, ich habe ein Haus und den Förster. Und dann werde ich mal schauen, diese Kohlemine. Muss ich die jetzt quasi auf ein... Wo ist denn diese Mine? Ich habe ein Gebiet mit Kohle... Das Gebiet sollte irgendwo Kohle haben, aber ich finde sie nicht. Ah, da drüben. Das muss ich einfach irgendwie in den Berg bauen, oder wie? Ah, so, ja. Okay. Mhm. Kenne mich schon aus. Beim Bauen. Ja, danke. Das ist eh nicht so schlecht. Dann werde ich mit Kohle auch schon beginnen, damit ich dann einfach nicht so den Stress habe für den Winter vielleicht. So. Das sind halt jetzt schon gewaltige Wege, die sie da gehen müssen. Bei mir nicht so cool. Ja, du kriegst nachher auch Steinstraßen und auch Transportmittel wie so einen Wagen und ich glaube noch später mit Pferden. Mhm. Da sind die Wege dann schon wichtig und dann müssen sie ja nicht zu Fuß gehen. Dann geht das alles schneller. Das mit dem Kartenkaufen ist echt lustig. Ich habe jetzt zweimal den Köhler bekommen, den ich nicht brauche. Einmal die Kohlemine, die ich schon habe und einmal die Fischerhütte, die ich schon habe. Aber ich könnte jetzt einmal refreshen quasi. Genau. Sollte ich das jetzt machen, wenn ich es eh gerade nicht brauche? Ich könnte die Taverne nehmen mit 320, das ist für die Zufriedenheit gut. Du kannst auch warten, also es wird nicht automatisch refreshed, wenn der Timer vorbei ist.
Ah, okay. Das heißt, du kannst die Versuche sammeln quasi. Ja, aber jetzt, wenn ich sowieso gerade nichts brauche und warten muss, bis da was gebaut wird, kann ich es abwarten, gell? Genau. Okay. Dann einfach abwarten. So, ich habe jetzt 300 Holz, 140 Medizin, Steinwerkzeuge, Nahrung nur 114. Wie viel ist denn viel jetzt am Anfang? Ich habe da kein Gefühl dafür noch. Du kannst zum Beispiel auch beim Jäger einstellen, dass du vergiftete Pfeile nimmst. Dadurch ist es vielmal schneller, aber du kriegst weniger aus einem Tier raus. Ah, also das es heißt, gibt bei den einzelnen Produktionen immer wieder Punkte, wo du reinschauen solltest, ob es nicht... Ja, ich sehe es gerade. Zum Beispiel, ich habe relativ viel Holz im Moment. Ich könnte die Boote bei der Fischerei verbessern, plus 20 Produktivität. Holz würde ich wirklich sparen, also... Und Stein. Holz ist das, was dir als erstes ausgeht. Steinwerkzeug? Wie meinst du? Steinwerkzeug? Ja, das produzierst du, wenn du das Gebäude baust. Habe ich noch nicht, aber ich hätte noch genug davon und es würde plus 15 Produktivität erhöhen. Ich würde immer warten, bis du das Gebäude hast, das es produziert und dann erst schauen, ob du okay. Sachen upgradest. Ja, im Moment bin ich halt von der Nahrung her ein bisschen im Minus, aber ich werde da drüben einfach... Achso, die Schweinefarm, die kann ich auch... Boah, ist die riesig. Hm. Okay. Relativ groß. Das sind Schweine. Das Problem ist jetzt natürlich, ich habe hier den Förster, das heißt, wenn ich da die riesen Schweinefarm hinstelle, dann... So, ich schau mal kurz wegen dem Kartenziehen. Ich werde einmal überspringen. So, Obstsammler. Jagdhütte. Ja, Obstsammler ist, glaube ich, da drüben keine schlechte Idee. Den nehme ich mal, weil ich dann sowieso einfach den Fokus auf die Obstbäume legen kann. Machen wir das mal so. Kann ich Prioritäten vergeben? Ja, kann ich beim Bau. Das ist auch cool. Ja, kannst du. Kannst du es auch stoppen mit dem Stern. Ja. So, und das Gute ist, wenn du drüber hoverst, zum Beispiel über eine Ressource links oben, dann siehst du die Produktion jährlich. Ändert sich natürlich, wenn du zum Beispiel ältere Monate kommen. Den Verbrauch, und das heißt. Dass es verbraucht wird, genau. Ja. Das heißt jetzt im Moment, das Holz zum Beispiel verheizen sie aktuell, weil ich momentan noch keine Kohle produziere. Richtig. Würde ich jetzt Kohle produzieren, checken die das dann automatisch? Du kannst aufs Haus klicken und da zum Beispiel siehst du, kannst du anhaken, was sie als Heizung benutzen. Das heißt, wenn ich jetzt die Kohle für irgendwas bräuchte, könnte ich die da wegnehmen, damit sie... Genau, und du kannst jetzt zum Beispiel sagen, ich tue zum Beispiel das Holz weg, weil ich das nicht brauche, weil ich ja Kohle produziere. Mhm. Und das heißt, sie heizen nur mehr mit Kohle und nicht mehr mit Holz. Ja, perfekt. Sehr cool. Okay. Der Förster ist mal drüben fertig. Das heißt, wir haben jetzt noch... wo sehe ich denn das? Wie viele Arbeiter ich noch habe? Du kannst übrigens bei dem Lager auch festsetzen mit den Häkchen, was dort gelagert werden darf. Ah, das heißt, ich könnte da jetzt... Okay, das ist natürlich auch praktisch. Genau, bei mir ist... Das kenne ich auch aus Banished. Ja. Genau, bei mir sind der Jäger ein Jäger, das heißt Leder und Jagdfleisch werde ich hier anhaken. Ich werde Disallow All machen. Dann das. Holz. Und Leder. Okay. Fisch werde ich auch machen, weil in der Nähe ein Fisch ist. So, das Haus haben wir da drüben mal, die Förster sind unterwegs. Die bevorzugen beim Pflanzen Obstbäume und beim Fällen sie, würde ich jetzt mal nur sagen, nur Fruchtlose. Fruchtlose habe ich gerade gelesen. Du musst natürlich aufpassen, wenn du sagst zum Beispiel, du pflanzt nur Fruchtbäume und... Und da sind keine mehr da. Und du haust alles andere um, also nicht jeden Baum, sondern nicht Fruchtbäume, dann hast du im Umkreis plötzlich nur mehr Fruchtbäume. Und er fällt kein Holz mehr. Ja. Das heißt, das deswegen muss ich. Deswegen würde ich es auf Cut Any Trees lassen, also jeden Baum fällen. Aber nur das pflanzen. Aber priorisieren. Passt. Fruchtbäume pflanzen. Passt. Bei mir ist gerade ein Händler gekommen. Ich habe den gerade weggeklickt. Also nicht so gut. Pilzfarm. Naja, da warte ich noch. Hier geht zum Beispiel mein Essen gerade aus, deswegen. Oh, ich werde mir hier ein Migration-Office holen. Food-Gatherer habe ich und eine Mushroom-Farm höchstwahrscheinlich. Wo sehe ich nochmal, wie viele gerade arbeiten schon? Bei deinem Rathaus. Ah, okay.
Passt ah, ja, da. 12 von 12 steht bei mir employed, was natürlich ein Problem ist, weil ich hier keine Laborers mehr habe. Das heißt, ich muss schauen, dass... Stimmt, das ist bei mir jetzt auch so. ...dass ich Leute wieder in meine Siedlung bekomme. Immigration Office hilft dir dabei. Es kommt aber, ich glaube, nach einem Jahr oder nach einer gewissen Zeit kommt dann die Nachricht, dass Flüchtlinge zu dir quasi wollen und du sie reinlassen kannst oder eben nicht. Okay. Ja, ich habe es jetzt momentan mal abgezogen, damit er fertig gebaut wird. Von woanders. Aber das ist eine gute Idee dann, ja. Du kannst übrigens rechts neben diesen Runden-Timer für die Karten ist auch ein Beschleunigungsboost. Arbeitsgeschwindigkeit. Da kannst du zum Beispiel die Geschwindigkeit eben hochdrehen. Das sind SP-Kosten. Was ist SP? SP ist das, was du siehst, das wird unten produziert. Wenn du drüber hast, steht SP. Achso, das ist einfach so ein eigenes. Genau. Das heißt, ich booste jetzt einfach mal die Fischerhütte. Genau. Dann schauen wir mal. Achso, das heißt, das sollte man auch immer wieder nutzen. Ja, ja, gerade wenn du was baust zum Beispiel, mache ich es immer. Passt. Achso, dann sollte ich hier aber vielleicht die zwei Personen nehmen, wenn ich schon booste. Habe ich jetzt gar keine Arbeiter mehr? Naja, ich habe keine mehr, deswegen sind meine Baustellen gerade nicht besetzt, beziehungsweise habe ich keine Labor. Ich habe hier zwei. Ich muss hier wen abziehen, dass ich hier auch Kohle produziere. Es ist tricky. Kannst aber festsetzen, zum Beispiel, wenn du auf Laborer draufklickst mit dem Haken und dann festsetzen, dass es immer einen gibt. Ah. Das ist ja cool. Okay. Dann musst du nicht immer manuell drauf achten. Genau. Benötigte Ressourcen. Stein haben wir eigentlich eh genug. Okay, das dauert anscheinend gerade noch. So, was also haben wir dann noch? Der Early Winter bedeutet auch, dass es kalt wird. Wow. Bedeutet auch, dass ihr oder das. Was danke, Flo. Ja? Schauen muss, dass man genug Heizung hat. Heizung. Ah, ja, ja, weil dann fangen sie. Also in Banished war es immer so, dass sie dann anfangen, eben Brennholz vom Lager rüber zu holen ins Haus. Genau, sie holen dort Kohle einfach vom Lager ins Haus. Okay. Du siehst eh, wenn du ein Haus anklickst, wie viel Kohle die schon im Haus haben. Oder wie viel Holz. Das Problem ist, ich habe. Holz verbrennt natürlich schneller als Kohle. Eingeteilt 3 von 4 steht da bei mir. Wieso arbeitet da gerade niemand? Ah, das braucht manchmal. Manchmal machen sie so andere Sachen dazwischen und arbeiten dann wieder. Ach so. Ja, oder sich erholen und so Zeugs. Genau. Okay. Es ist nicht ständig besetzt. So, jetzt habe ich zum Beispiel die Medizin erforscht. Jetzt gehe ich auf. Achso, Steinwerkzeug sollte ich auch schon langsam mal schauen, gell? So, jetzt habe ich die Farm und die Medizin erforscht. Ah ja, das geht schon ziemlich schnell rauf dann im Vergleich zu dem, was ich vorhin gesehen habe mit den 53 Minuten. Mhm. So, aber eigentlich sind wir sind schon eigentlich drüber. Erster Part ist zu Ende. Sehr, sehr netter erster Eindruck. Macht extrem Spaß. Danke fürs Zeigen. Ja, wir sehen uns dann in Part Nummer 2. Bis bald. Danke.